Okay, nach vorne, hoch. Knie seid ihr leicht gebeugt. Wir bleiben oben. Zur Seite. Wichtig ist, dass ihr nicht so verdreht, sondern wirklich schön in der Achse bleiben. So, wer jetzt Schulterprobleme hat, nimmt den Stab vorne runter, so auf diese Höhe. Ja, dann macht es bitte hinten. Und wenn ihr das hinten macht, richtig schön die Schulterblätter in die Hosentasche schieben. Einmal enger fassen. Wichtig sind, die Ellbogen bleiben eng und jetzt nach oben strecken. Und langsam runter. Ein bisschen weiter wieder fassen. Du ziehst hoch. Die Ellbogen, die bleiben jetzt etwas höher als die Hände. Aber wichtig dabei, nicht die Hände so komisch halten. Genau, nicht so. Ja, die Hände bleiben, die hängen einfach unten. Du musst gar nicht lachen. Guck mal, wo deine Ellbogen sind. Ja, nee, sind sie. Und jetzt soll die Hände runterhängen lassen. Hände runter. Die hängen auch nicht. Nee, die hängen nicht. Wo sollen die noch hängen? Guck mal bitte ins Spiegel, wie komisch deine Handstellung ist. Ja, sieht gut, so wie deine. Nee, meine ist so. Ja. Das Handgelenk ist gerade, bei dir nicht, bei dir ist das so. Kann ich nicht. Okay. Und fängt schon an zu stöhnen. Okay, oben bleiben. Die Ellbogen sind jetzt auf der gleichen Höhe wie die Hände. Und dann gehen wir in die Außenrotation. Und Arme langsam runter. Mal ein bisschen lockern. Jetzt, bis ihr wieder in die Knie gehen, den Stab, Schulter vorher richtig schön nach hinten ziehen und jetzt den Stab auseinanderziehen. Ganz verkrempelt. Total kaputt machen den Stab. Einfach auseinanderziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Und jetzt schieben. Jetzt schiebt ihr den Stab zusammen. Als wenn ihr ihn kleiner machen wollt. 10 cm. Richtig schön und anspannen. Merkt ihr, wie der Oberkörper sich auch anspannt? Also wenn ihr merkt, dass der Oberkörper auch auf Spannung geht, dann macht ihr es richtig. Okay, halbe Höhe. Auseinanderziehen. Schieben. Oben, auseinanderziehen, und schieben. Schieben ist anstrengend, Moment. Ja. Halbe Höhe. Nochmal korrigieren, die Schulter richtig schön zurück. Leicht in die Knie gehen und auseinanderziehen. Ellbogen sind schön eng am Körper und die Handgelenke sind gerade. Also Handgelenke gerade ist so. Ich mein's jetzt.
Okay. Nach hinten. Auseinanderziehen. Zick, zick, zick. Oh, schieb. Margarete, machst du mal ein bisschen so? No. Stopp. Jetzt bist du gerade. Mir noch nie aufgefallen, dass du schief stehst. Sie stand ja sonst da. Also Margarete, ist gut, dann dass du schief bist. Kannst du nicht von vorne sehen. Nein, aber es stimmt, du hast recht. Wenn man jemanden seitlich schief, sieht man nichts. Aber jetzt scheint die Sonne so gerade so schön rein und das Kopf hält das richtig auf, dass du, also du stehst so. Also nicht nur so ein Zentimeter, sondern so 2-3 Zentimeter. Das ist ja mein großer Fehler. Oh. Ja, ich schiebe immer so. Nein, dann musst du dran arbeiten. Genau. Ja, ich werde da jetzt öfter drauf achten. Okay. Oberkörper vor und den Stab übergeben. Also ihr seht, die Umordnung der Sitz- und Standordnung hat schon einen Vorteil. Wir haben jetzt einen Fehler gefunden. Und zwar den Fehler von Margarete. Okay, außen fassen. Jetzt im rechten Winkel nach oben ziehen. Denkt dran, Oberkörper bleibt vorne und hinten habt ihr ein ganz kleines Hohlkreuz. Und was ist hinten? Was geht hinten zusammen? Die Schulterblätter, genau. Okay, in die Mitte. Zum Bauchnabel ziehen. Die Ellbogen sind schön eng. Beide Arme hoch. Oberkörper geht nicht mit hoch, der bleibt vorne. Und langsam lösen. Hüfte lockern, mal ein bisschen kreisen. So. Okay. Arme gehen hoch. Wenn der Rücken das zulässt, ruhig ein bisschen ins Hohlkreuz, aber nur wenn es der Rücken zulässt. Ja. Und dann oben anfangen einzurollen. Ah, Arme, Schulter, ja. Runter und ausbaumeln lassen. Ja. Richtig schön unten pendeln. Ja. Und langsam wieder hoch. Immer dran denken, nur das, was der Rücken zulässt. Der Vorteil ist, wenn ihr jetzt hier vorne seid, hier die Organe, die Lungenflügel, die kriegen mal richtig Platz und wieder runter. Und wenn ihr unten seid, richtig schön auspendeln, locker, ganz locker. Schulter locker, Kopf hängt runter, weil sonst ist da nichts entspannt. Angelika, dich habe ich auch noch nicht angezählt, du darfst jetzt den Kopf fallen lassen. Ja, sehr schön. Nochmal aufrichten. So, und noch einmal richtig schön entspannt runterfallen lassen. Und fallen lassen. Jawohl. Genau, dieses Auspendeln unten wirklich richtig schön. Man kann ruhig so ein bisschen auch hin und her pendeln. Und aufrichten. Jetzt machen wir unsere Wirbelsäule zum Brett. Hinten bleiben wir ganz gerade, Schulter zurück. Jetzt nach vorne gehen. Knie sind durchgedrückt. Ich möchte, dass die rückwärtige Kette gedehnt wird. Runtergehen, gerade Rücken. Schulter bleibt hinten. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Ja, aua, ist gut, dann merkst du die Dehnung. Also wo merkt ihr die Dehnung?
Genau, man merkt die Dehnung meistens hier bis in die Oberschenkelrückseite. Ingrid, jetzt darf ich dich mal anzählen. Was darf ich? Ich darf dich jetzt anzählen. Danke, Marlies. Was habe ich krumm? Den Rücken, du sollst den Rücken gerade. Margarete. Ja, so bleiben. Also, ihr sollt den Rücken wirklich gerade lassen. Schulter zurück, das ist ein Brett. Sehr gut, genau, super. Ja. Und dann runter, 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 gerade. So eine ganz kleine Lordose könnt ihr haben, das heißt, ein ganz kleines Hohlkreuz. Kann ich aber nicht ganz runter, ne? Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du ganz runterkommen sollst. Ihr sollt so tief gehen, dass ihr hier die Dehnung spürt. Und wenn ihr dann nicht weiterkommt, dann ist in Ordnung. Und jetzt musst du Stopp machen, weil jetzt fällst du runter. Zieh mal jetzt, bleib mal in der Position, Ingrid, und jetzt zieh mal die Schulter noch hoch. Nur die Schulter. Jetzt bist du gerade. Und jetzt darfst du wieder hochkommen. Okay. Langsam hoch. Den Stab. Auf die Matte stellen. Auf die Matte stellen, das heißt, die aus der hinteren Sitzreihe müssten einmal ein Stück vorkommen, damit die Stäbe auf der Matte sind. Hat damit zu tun, weil sonst der Stab wegrutscht. So, die Beine gehen ein bisschen auseinander und dann hier richtig schön gerade rücken. Ich möchte jetzt, dass ihr eure Brustwirbelsäule dehnt. Dass ihr immer in der Brustwirbelsäule-Bereich so ein bisschen nachfedert. Auch hier die Knie durchgedrückt lassen. Auch hier solltet ihr so ein bisschen Beinrückseite und Po merken von der Dehnung. Ich muss halt ziemlich ausprobieren. So, jetzt machen wir die Wirbelsäule ein kleines Stück länger, indem wir das Körpergewicht nach vorne Richtung Stab schieben. Aber die Ferse bleibt am Boden. Das sind vielleicht Millimeter, vielleicht 5 cm, bei jedem anders. Einfach nach vorne kippen und wenn dann die Ferse gerade hochkommen will, das ist der richtige Punkt bis dahin und langsam wieder zurück. Oh, ich liebe diesen Ton. Richtig schön lang machen. Ihr sitzt den ganzen Tag krumm und lauft den ganzen Tag krumm. Jetzt machen wir euch mal lang. So, noch einmal. Okay, wieder zur Matte stellen. Und jetzt rechts und links. Wichtig ist, der Stab geht mit rüber, damit der Oberkörper schön gerade bleibt. Die Arme sind lang. Die machen das im Rhythmus. Schön. Das war zu viel. Okay, und kreisen. Also wenn ihr nach vorne geht, geht der Oberkörper mit nach vorne und wenn ihr nach hinten kommt, geht ihr nicht ganz so weit, aber ein bisschen schon nach hinten. Früher habe ich immer gesagt, im Kochtopf bis eine rühren, bis einer gesagt hat, ob ich zu Hause im Kochtopf so rumrühre. Ja, ja. Jetzt früh auch nach Mittagessen. Nee, weil du rührst ja so. Ja, genau. Und du rührst ja nicht, dass der Stab in der Mitte und gehst am Topf links, rechts rum. Okay, dann gehen wir nochmal tief und zur Seite. Tief. Und zur anderen Seite. Tief. Seite. Tief. Andere Seite. Ja. In eigene Waffen geschlagen. Tief. Tief. Okay, wir bleiben tief und federn mal ein bisschen. Jetzt bleiben wir in dieser Tiefe und heben die Ferse ab.
und wir bleiben oben. Schön halten. Noch halten. Immer noch halten. Absetzen. Und jetzt vorne Fußspitze und hinten Ferse. Vorne Fußspitze und hinten Ferse. Und der Popo geht immer schön nach rechts und links. Wusste ich gar nicht, dass ich sowas kann. Siehst du?